heftige Gewitter gepaart mit reichlich Schneeschmelze haben jedenfalls dazu geführt, dass Flüsse über die Ufer treten. In zwei Kantonen mussten Menschen evakuiert werden. Drei werden noch vermisst. Sven Klaas. Wassermassen, Felsen und Schlamm, die ins Tal stürzen, wie hier im Kanton Wallis in der Südwestschweiz. Häuser, die unter Geröllmassen begraben liegen. Rettungskräfte, die nach Verschütteten suchen, wie hier im Kanton Graubünden weiter östlich. Schmelzwasser in Kombination mit heftigen Unwettern hat Teile der Schweiz hart getroffen. Hunderte Menschen wurden evakuiert. Hier im Misoxtal suchen sie seit der Nacht nach Verschütteten. Drei Personen werden noch vermisst. Wir hoffen, dass sie leben. Aber es ist nicht, möglicherweise nicht davon auszugehen. Die Menge des Materials, das hier herunterkam, ist unglaublich. So etwas haben wir hier noch nie gesehen. In manchen Teilen der Schweiz ist innerhalb von 24 Stunden so viel Regen gefallen wie ansonsten im ganzen Monat. Die Bilder aus der Schweiz, sie wecken Erinnerungen an die dramatischen Hochwasser in Süddeutschland Anfang des Monats. Es gibt Parallelen. Die Luftmassen kamen abermals aus dem Mittelmeerraum. Dort konnten sie sich über dem zu warmen Mittelmeer mit ordentlich Feuchtigkeit vollsaugen und dann über den Alpen abregnen. Auch diese Autobahn in Richtung Süden in der Nähe des San Bernardino-Tunnels hat es erwischt. Sie zu reparieren wird wohl Monate dauern, mit Auswirkungen auch für deutsche Urlauber auf dem Weg in Richtung Italien. Ein beliebter Schweizer Urlaubsort war zeitweise komplett abgeschnitten von der Außenwelt, Zermatt im Kanton Wallis. Wassermassen im Ortskern gestern, nun müssen sie aufräumen.